Christian Schemeier, Paterapeut und Beziehungscoach. Diesmal wieder rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Thema heute ist, ja, nochmal wieder sich aus der toxisch-Täter-Opfer-Beziehungsebene so langsam mal verabschieden. Da ein paar Gedanken dazu. Gibt einen neuen Liebeship-Live-Tag in Murnau, in der Nähe von München, am 7. März, glaube ich. Schaut mal auf liebeship.de. Und dann gibt es ja im Moment auch Liebeship Plus Geschichte und den Liebeship Pro Kurs. Die sind ja nicht immer verfügbar. Und im Februar geht die Selbstliebe Challenge Advanced. Sehr heftig, aber sehr cool. Wieder los. Gut. Ja, also, ja, wer mich länger verfolgt, dann kennt ihr ja, also in meinen Videos geht es auch oft um diese ganz konkreten E-Mails und auf einer übergeordneten Ebene, denke ich, ein kollektives, gesellschaftliches Thema, eigentlich auf der ganzen Welt, denke ich. Muss man ja nur einmal in die Nachrichten gucken. Ja, wie kann man verdammt nochmal diese Täter-Opfer-Ebene verlassen, so, ne? Weil wenn man, also in diese toxischen Beziehungen guckt, das ist ja manchmal wie Krieg irgendwie, ne? Das ist ja ein Hauen und Stechen und manchmal von einem, manchmal von beiden, manchmal vor der Beziehung, in der Beziehung, nach der Beziehung. Und ja, das ist halt diese Täter-Opfer-Ebene, die wir, glaube ich, eigentlich, meine der andere mehr, der andere weniger, kollektiv verlassen wollen, weil sich eigentlich beide Rollen ja, bieten sicherlich einen gewissen Erfahrungswert irgendwie. Aber diese Macht-Ohnmacht-Spiele, eigentlich, denke ich, wollen wir die überwinden und haben jetzt, glaube ich, auch, wie gesagt, der eine mehr, der andere weniger verstanden, dass das irgendwie nicht so einen Spaß macht, wie man vielleicht gemeinhin gedacht hat. Auch nicht in der Täterseite sicherlich letztlich. Und ja, vielleicht sagst du dir jetzt, natürlich, wenn man hier guckt, dann ist man, war man wahrscheinlich gerade auf der Opferseite, man, vielleicht war man auch schon das meiste Zeit im Leben auf der Opferseite. Aber was eben auch zu dieser toxischen Ebene gehört, ist, wie du darauf reagierst, ne? Also je mehr du zum Beispiel dich selber runterputzt für das, was in deiner Vergangenheit passiert ist, ne? Wie konnte ich nur diese Beziehung gehen? Wie konnte ich nur so blöd sein? Wie konnte ich jemand vertrauen? Wie konnte ich nur mich so einwickeln lassen? Ja, what's done is done, ne? So, pff, es ist, war eine Lernerfahrung, hast du gebraucht. Also, das zum Beispiel loslassen ist ein Teil davon, diese toxische Ebene loszulassen. Und auch aus dieser Wut und Rache irgendwie rauszugehen, das ist ja manchmal auch schwierig, wenn man so richtig, über den Tisch gezogen worden ist, da kriegt man ja manchmal, also gerade wenn man auch, insbesondere gerade wenn man schon angefangen hat, mit Selbstliebe zu arbeiten und nicht mehr so in diesem totalen Opferding drin ist, dann kriegt man ja schon nochmal so eine Phase, wo man denkt, ey, boah, jetzt schlag ich aber zurück und ich bin so wütend und ja, ist verständlich, darf man auch angucken und sagen, ah ja, diese Emotion ist da, es ist trotzdem wichtig, sich davon nicht führen zu lassen, weil das ist auch das Ego, ne? Ist auch, also Täter-Opfer hat ja auch viel mit Ego zu tun. Das ist auch das Ego, was ja, Vergeltung will, aufrechnen will, wieder in die Oben-Position kommen will. Aber eigentlich geht es ja, also klar, ich sag das auch, weil ich das auch von vielen höre und man, wer kennt das nicht, ich kenne das auch. Aber es immer noch ist man in dieser Ebene dann, ne, von zurückschlagen und wütend sein und nicht, dass es nicht verständlich ist, ne? Und wenn man sagt, boah, ich brauche das unbedingt nochmal, auch okay, es ist halt so dann, ne? Und man soll diese Gefühle auch nicht runterschlucken, ne? Also man soll sie schon wahrnehmen und sagen, ah, die sind da und aber dann wirklich mit kühlem Kopf überlegen, was mache ich jetzt, ne? Weil es ist immer so eine Gratwanderung. Es ist, glaube ich, nicht gut, so blind zurückzuschlagen irgendwie und dann so Auge um Auge, Zahn um Zahn, ob was definitiv Täter-Opfer-Ebene ist, so. Das sieht man ja auch in Nachrichten jeden Tag, dass dieses
Ja, dieses Kämpfen gegen irgendwas, das löst eben auch immer Kampf zurück aus, irgendwie so, ne? Und irgendjemand muss ja mal anfangen, das vielleicht weniger zu machen. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Also es ist eine Gratwanderung zwischen eben nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn, aber auch nicht, ich lasse mich hier komplett überrollen jetzt hier und setze überhaupt keine Grenzen. Das natürlich auch nicht, ne? Also das ist wirklich so eine Gratwanderung, die man dann finden muss von mit kühlem Kopf gesunde Grenzen setzen. Die können auch hart sein, aber ne, weil auch wegen deiner Selbstliebe einfach irgendwie, ne, weil du denkst ja, kein Bock mehr hier die Tankstelle für andere Leute zu sein, weil gerade die im Tätermodus, ob die das jetzt bewusst machen oder unbewusst, ist auch völlig wurscht, aber die können nicht anders, als immer wieder Tankstellen zu suchen, weil du kannst nur in diesem, dieser Tätermodus ist ja total ungesund eigentlich und du kannst da nur drin bleiben, wenn du permanent Tankstellen suchst, wenn du dich permanent versuchst, irgendwo anders irgendwie Energien abzugraben, weil aus diesem Tätermodus kannst du eigentlich keine Energie generieren, ne? Das geht nicht so, ne? Du musst dann immer drin bleiben, so, ne? Und letzter Gedanke, den ich noch machen wollte, das ist, wenn man vielleicht auch manchmal so andere Menschen, die einem irgendwie im Bekanntenkreis im Leben sind, vielleicht denkst du manchmal, ja, wie kann das denn sein, dass die einmal in einer Beziehung sind, wo sie total Opfer sind, und in der nächsten Beziehung, ja, machen sie ihren Partner irgendwie komplett fertig irgendwie oder betrügen den oder ich weiß nicht was. Wie kann das sein? Wie kann der gleiche Mensch das machen? Ja, wir haben das beides in uns. Und wenn es unbewusst ist, dann kann es durchaus sein, dass wenn du und wenn du voll in dieser Täter-Opfer-Ebene bist und du bist komplett unbewusst, dann kann durchaus sein, dass du mit einem Partner, der ein bisschen schwächer in Riesenanführungsstrichen, also sagen wir mal schwächer ist als du oder den du schwächer empfindest, dass du den einen mangelst irgendwie so. Und wenn du jemanden hast, den du als stärker empfindest, dass, ja, dass du dich von dem dann komplett einmangeln lässt, irgendwie so, ne? Aber es gibt keinen dazwischen, ne? Es gibt sozusagen nur das und nur das. Das ist so typisch Täter-Opfer-Ebene. Und das kann durchaus auch sein, dass man, oder ist auch, glaube ich, häufig so in unterschiedlichen Anteilen, dass man eben, ja, in beide Pole mal reingeht. Ich denke, ich glaube ja schon, dass wir alle da schon ja mehrere Versuche gestartet haben und einen anderen versuchen, was ist vielleicht der krasse Täter und keine Ahnung, vielleicht gibt es da in diesem Leben nochmal ja, Sachen aufzuarbeiten und glatt zu ziehen sozusagen, ne? Aber also sozusagen der Weg sollte immer wieder sein, ja, zu deinen Grenzen stehen, gesunde Grenzen haben, die auch wirklich selbstliebend. Auch mit einer, unter Umständen mit einer kristallklaren Klarheit durchzusetzen, aber eben nicht so selber in diese niederschwingenden Emotionen zu gehen, was echt verdammt schwierig ist manchmal. Es ist echt schwierig. Aber es ist ja kein Urlaubsparadies hier. Ein Abenteuerspielplatz, ja, aber ein reines Urlaubsparadies ist es hier, glaube ich, nicht. Auch wenn dieser Planet natürlich atemberaubend schön ist. In diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen.